Sommerferien sind nicht nur zum Faulenzen da. Das bewiesen seit Montag ganz deutlich rund 100 Jugendliche aus ganz Sachsen in der Landesfeuerwehrschule in Naht bei Hoyerswerda. Zum bereits 15. Mal fand das Trainingslager für den Nachwuchs der Florianzjünger hier statt. Dementsprechend sind die langjährigen Ausbilder auch bestens im Bilde, wie sich durch den Umbau und die Sanierung des Komplexes die Bedingungen verändert haben. Also es hat sich eine ganze Menge geändert. Wir haben ja früher die alte Schule gehabt, da hatten wir auch noch andere Bedingungen. Man kann sich darüber streiten, ob gut und nicht so gut. Aber wir haben alle Möglichkeiten immer wieder nutzen können, die uns die Schule, die uns das Ministerium zur Verfügung stellt, für eine Woche lang Jugendfeuerwehr an der Feuerwehrschule. Jetzt müssen wir ja sagen, dieses Jahr erstmalig Landesjugendfeuerwehrschule für diese Woche. Positive Entwicklung, vor allen Dingen vom Sportplatz her, von den Unterbringungsmöglichkeiten, von den Ausgestaltungen, die wir hier haben, bis hin zu den Fachkabinetten und auch das Ganze drumherum, was ja immer ganz wichtig ist, auch für die Jugendlichen. Die theoretischen Grundlagen und praktischen Übungen stehen in der Ausbildungswoche natürlich ganz oben auf dem Programm. Aber natürlich wird honoriert, dass die Jugendlichen in ihrer Freizeit hier sind. Und so ist noch einiges mehr im Angebot. Eine Woche mit Spaß, aber auch mit Anstrengung. Also wir nehmen hier im Laufe der Woche das Training und die Abnahme für die Leistungsspange vor, die höchste Leistungsbewertung der deutschen Jugendfeuerwehr. Wir bieten aber gleichzeitig auch ein umfassendes Rahmenprogramm. Über die Jahre hinweg hatten wir den Jugendrichter eigentlich fast ständig zu Gast. Wir haben die Polizei mit verschiedenen Sondergruppen, in diesem Jahr die Präventionsarbeit in Richtung illegale Drogen und neue Medien gehabt. Wir haben regelmäßig den Ausflug in den Tagebau nach Welzow. Und wir haben den Abschlussabend, der mal gestaltet wurde vom Theater Libre, von den Notendealern, dieses Jahr als Karaoke-Abend, den die Gruppen selber gestalten. Und dazu lernen die Jugendlichen die Schule kennen, die Fachlehrer, wissen also, wenn sie später mal als junger Feuerwehrmann zur weiteren Ausbildung hierher kommen, was sie erwartet. Für Abwechslung ist also gesorgt, aber was die Jugendlichen an diesem Camp besonders schätzen, ist eher das Miteinander. Mir gefällt am besten die Kameradschaft hier, weil man hat hier, wir wurden zusammengefügt mit dem Team aus Baden-Böhler und man muss sich halt zusammenfügen, auch wenn man sich nicht kennt. Wir kannten uns vorher gar nicht, aber wir sind ein recht gutes Team geworden seit dem ersten Moment und das war eigentlich sehr gut gewesen. Die Kameradschaft mit anderen Leuten halt zusammen zu sein. Na, dass man, hier sind alle so kameradschaftlich und da kann man mit Freunden auch ein bisschen sich unterhalten, neue Leute kennenlernen und ja. Also die Brandschutzausbildung und halt die Kameradschaft hier auf dem Gelände. Dass alle so kameradschaftlich sind und dass man halt auch andere Feuerwehren so kennenlernt. Hier in der Landesfeuerwehrschule ist das Schönste bisher die Brandschutzanlage. Da durften wir mal mit den Flaschen auch durch die Brandschutzcontainer gehen und mal fühlen quasi, wie es zwar ohne Feuer und nur mit ein bisschen Rauch ist, wie so ein richtiges Training dafür ist. Aber es war mal eine sehr interessante Erfahrung, mal zu erleben, wie anstrengend das Ganze ist. Bei den Feuerwehren im Freistaat gibt es immer wieder Probleme mit der ausreichenden Mannschaftsstärke. Durch die Arbeiten in anderen Orten ist es schwer, die Bereitschaft aufrechtzuerhalten. Deshalb setzt man ja so auf den Nachwuchs und das möglichst früh. Ja, als Jugendlicher in die Feuerwehr, also ich denke mal, beginnend mit der Jugendfeuerwehr, sich vorbereiten auf eine spannende Teamarbeit, auf den Grundgedanken der Feuerwehr, die Hilfe am Nächsten. Und natürlich die Kameradschaft in einem Team etwas bewirken zu können, dann ist es natürlich, Vorteile hat man davon nicht unbedingt, sondern man kann seinen eigenen Charakter stärken. Man kann natürlich in der Gruppe viel erreichen. Und wenn man sieht, dass gerade im ländlichen Bereich die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr, der gesellschaftliche Motor ist, dann weiß man, dass man auch dort viel bewegen kann. Übrigens, schon mit 8 Jahren können Mädchen und Jungen bei den Kinder- und Jugendwehren einsteigen. Ein Hobby mit Nebenwirkungen.